Und ein herzliches Willkommen zurück zu Minecraft. Wir stehen hier unten in der Höhle rum, die wir uns selbst gegraben haben. Und waren, soweit ich weiß, in der letzten Folge dabei, die Decke auszubauen. Genau. Ein wunderbar spannendes Thema, Deckenausbau. Also machen wir uns gleich mal wieder ran. Jo. Jetzt müsste ich irgendwas erzählen währenddessen, aber. Da ich schon irgendwie einen Fussel am Mund habe. Geh weg. Lecker, lecker. Lass ich das mal bleiben. Ja, obwohl es eigentlich ein bisschen komisch ist, Fusseln am Mund zu haben. Ich meine, es kommt einem nur so vor, dass man Fussel am Mund hat, weil der Mund dann so trocken wird. Durch das gesamte Gerede. Und, naja, man hat halt so ein bisschen. Ja, nicht ein Fusselig, ist halt so ein trockenes Gefühl. Und da Fusseln allgemein als trocken angesehen werden. Wird dann vermutlich gleich der Vergleich mit Fusseln angestellt. Obwohl das nicht immer gerechtfertigt ist. So, jetzt überlege ich mir gerade. Habe ich noch Sandstein mal kurz mit? Ja. Was hier so? Mach ich es mal so. Ich guck mal kurz. Also wenn. Sandstein, Sandstein. Also ich habe hier, wie gesagt, vor, das hier alles als Sandstein zu machen. Dann mache ich hier Sandstein, da Sandstein, da Sandstein, hier weg, hier dann auch weg, Sandstein, Sandstein, so und dann Sandstein, 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 Sandstein. So. In dieser Art und Weise hatte ich mir das, glaube ich, vorgestellt. Und dann die Wand hier auch komplett aus Sandstein und dann kann man das vielleicht nehmen. So, der Gestalt. Nein, nicht so. Immer scheiß Doppelklick. So. So, 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 so. Ja, und dann sieht das eigentlich im Endeffekt ganz schnieke aus, denke ich mir. Also hier Sandstein alles und so weiter und so fort. Das heißt natürlich, wir müssen noch ewig weit. In die Höhle, na gut, nicht in die Höhle, in die Wüste reingraben. Na gut, auch nicht wirklich in die Wüste, sondern eher unter die Wüste. So ein bisschen, was heißt eine Wüste auf Latein? Ach, da könnte ich jetzt irgendeinen tollen Fachbegriff anbringen. Weil das mir gerade an Begrifflichkeiten mangelt, kann ich das nicht. Mann, ich bin zu klein. So, muss ich ja mal wieder ein bisschen ein Gerüst hinbasteln. So. Oh, ich habe auch keine Erde mehr. Sehr, sehr verwerflich. Ich habe keine Erde mehr. So, also das hier raus. Ja, und da hoffe ich mal, dass das auch mittig bleibt, hier der ganze Spaß. Aber eigentlich müsste er das. Ist ja alles abgezählt und sonst wie gemacht. Hat man in den letzten Folgen gesehen. Also dürfte hier alles soweit funktionieren. Das da komme ich noch da oben eigentlich ran. Ja. Nee, kaputt. Oh Mann. Immer geht hier alles kaputt. Ich bin so zerstörerisch. Na? Den Ständer wischt er auch noch. Genau. Warum mache ich eigentlich den Stein raus? Ach. Muss doch gar nicht raus. Weil hier kommt wieder Sandstein hin. Und der hier müsste raus, genau. Ich sollte besser auf meine Handlung achten. Warte mal, wenn ich jetzt rückwärts laufe, ist das die Taste, genau. Da fällt mir ein, ich habe auch schon Computerspiele mit den Füßen gespielt. Also ich glaube, es war, soweit ich mich erinnern konnte, nur Bloppy Volley. Aber das ist ja egal. Auf jeden Fall war mir irgendwann eines netten Sommers mal so langweilig. Da habe ich die Maus halt unter den Tisch gelegt. Und hab da mit den Füßen drauf rumgemacht. Also quasi hat dann der große C die Rolle des Zeigefingers übernommen. Und halt der, keine Ahnung, zweite C von der Richtung aus gesehen hat dann die Rolle des Stinkefingers übernommen. Und damit ging das eigentlich ganz gut. Also ich habe zumindest hingekriegt, den schwersten Computergegner mit den Füßen zu besiegen. Ich meine, es war, naja, gut, eigentlich ging's.
Hat sogar halbwegs Spaß gemacht. Na gut, wobei, das soll jetzt auch nicht so wirklich viel heißen. Weil ich habe mich danach entschlossen, zwei Computergegner gegeneinander spielen zu lassen und fand das auch ganz lustig. Also jeder hat so, würde ich mal sagen, seine eigene Definition von Lustigkeit. Aber naja, so. Das hier weg. Noch mehr Kohle. Kohle, 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 Kohle. Wir brauchen ja auch Kohle. Ach. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch eins weiter hochkomme. Ich bringe mir hier eine Fackel an. Ach, hier ist ja viel Kohle. Ach ja, so. Kohle. Und Kohle. Kohle. Ich werde gleich so ein Choleriker hier. Bei so viel Kohle. Ach ja, Erfahrungspunkte kriegt man ja auch, stimmt ja. Das noch. Das noch. Das dann noch. Und das da kommen wir nicht mehr ran, verdammt. Ja, dann packe ich halt mal was von diesen. Ich habe hier noch Gravel dabei. Kann ich auch noch unter mich packen. Hehe. Einen guten Kriegra Gravel. Nein, nicht noch mehr Kohle. Erstmal Fackel, geh mal weg. Warum ist hier Höhlensound? Ich will keine Höhle haben. Nicht in der Decke. So, Kohle, 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 Kohle. Uah, Kohle. Ja, aber so Kohle lässt sich auch nicht viel sagen. Nein, nicht noch mehr Kohle. Eisen wäre aber nicht schlecht oder so. Kohle, Haufen Kohle, Kohle, Kohle. Ich grab mich hier querschief durch die Decke, obwohl ich eigentlich was ganz anderes machen wollte. Aber wenn der andere nur Kohle in der Gegend ist, da kann man sich jetzt schwer zurückhalten. Ach ja. Wir stehen also in der Decke eines Untergrundhafens rum und hacken Kohle daraus. Naja. Kann man mal machen, muss man aber nicht. So. Ich hoffe, dass es ja bald ein Ende hat mit dieser ganzen Kohlegeschichte. So. Noch mehr Kohle. Jetzt reicht's aber. Ich sehe keine Kohle mehr. Auch weil es ziemlich dunkel ist. Das heißt, keine Kohle mehr da. Was man nicht sieht, das macht einen nicht wuschig. Also verbastle ich jetzt mal hier den ganzen Bauschutt oben in die Decke. Und habe wieder Probleme mit meiner Maus. Aber nur bei Minecraft irgendwie. Ich weiß das auch nicht warum. Wenn ich Minecraft spiele, hat meine Maus irgendwelche Spinnereien. Also manchmal. Wobei das kann auch sehr lustig werden mit solchen Spinnereien der Maus. Wenn man da gerade zum Beispiel die Diamantspitzhacke in der Hand hat. Und dann eigentlich irgendwie im Dauerklick festsitzt, dann hat man dann schon einiges am Affraum geschaffen, ohne dass man das eigentlich wollte. So, jetzt fängt es wieder an. Oh, ey. Man muss hier, ich glaube, wenn ich die auf den Tisch presse, funktioniert es besser aus irgendeinem Grund. Oder auch nicht. Warum hat die nur bei Minecraft solche Probleme? Geht ja gar nicht. Naja. Ich verdrücke mich mal hier wieder runter, so ein bisschen. Und verbastle mal wieder die Decke ordentlich. Damit man mal wenigstens behaupten kann, dass hier kein Fusch am Bau betrieben wird. So, wo ich eigentlich hier oben bin, hier kommt noch das hin. Das ist der Absatz. Hier kommt Sandstein hin. Wo ich einmal hier oben bin, kann ich mich ja gleich mal hier kämmerschief durch die Decke meißeln. Hat man ja noch nicht. Tja. Ist natürlich etwas langweilig, hier die ganze Zeit rumzusitzen und Steine abzubauen. Aber irgendwie gehört es ja dazu. Ja, was will man sonst machen? Außer Steine abzubauen und rumzusitzen. Tja. Da könnte ich eigentlich die ganze Erde vom Boden nehmen und hier hochfrachtieren und mir halt ein zweites Gerüst schaffen. Ich meine, eigentlich, wenn man es jetzt wirklich schön originalgetreu machen würde, könnte man hier ein Holzgerüst hinbauen mit so Zäunen als Stützen, dann oben Slabs als Brettern und so weiter und so fort. Aber hier nicht. Wir nehmen die gute alte Erde, das beste Handwerkszeug eines jeden Minecrafters und meißeln es hier durch die Botanik. Na gut, halt eben nicht Botanik, durch die Tektonik. Oder so. Aber irgendwann werden wir auch hier alle möglichen Steine weghaben. Aua.
Mein Gott, da erschrecke ich mich schon, wenn die Spitzhacke kaputt geht. Ich höre Gestalten. Hey du Sau, was machst du hier drinne? Geh drauf und stirb. Und das wird gleichzeitig. Jetzt kommen ja schon diese Hinterwäldler in unsere schöne Höhle reinmarschiert. Hallo? Hier ist so Man at Work und so. Du kannst nicht einfach mal in die Höhle reinstolpern. Da hört ja wohl alles auf. Scheiß Bauaufsicht. Macht auch nur Probleme. Alle gegen die Wand klatschen. So. Wir gehen jetzt aber wieder die Erde hier rausklatschen. So, 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 so. Oh, da war eine Fackel. Ich hoffe, dass kein Creeper hier runterkommt, weil das finde ich sehr, sehr unschön. Kein Creeper da? Nein. So, wir sammeln unseren ganzen Mist wieder ein. Und gucken dann mal, wie machen wir denn hier weiter? Weiter, weiter, weiter. Ich baue hier einfach mal ein Türmchen in die Mitte und grab mich mal wieder ein bisschen nach oben. So. Und stell fest, dass ich noch keine Spitzhacke habe. Ach, wie sinnlos. Mann. Warum hat noch niemand sowas wie Instant-Spitzhacken erfunden? Irgend so ein Pülverchen, ein bisschen Wasser drauf und pupp, hat man eine Spitzhacke. Nein, wir müssen hier Stöckchen nehmen. Ich mach gleich mal so 3 Stück oder so. Wird vielleicht mal reichen für den Anfang. Legt die gleich mal alle unten in das, keine Ahnung, Quick-Inventar. Oder Bereitschaftsleiste oder wie auch immer das heißt. Und gehen wir wieder hoch. So. Und klotz, 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 klotz. Ja, nachdem wir das fertig haben, gehe ich vielleicht wieder irgendwas im Dorf bauen. Vielleicht eine neue Hütte oder so. Und dann mal sehen. So, Sandstein kommt dahin, Sandstein kommt dahin. Das heißt, Sandstein kommt dann auch hier hin. Warte mal, ich hole mir Sandstein, um das mal zu markieren und zu verdeutlichen. Warum habe ich hier 2 Schwerter benutzt? Ach. So. Dann kommt da Sandstein hin. Das heißt, hier muss eins rein. Und hier muss noch eins rein. Nee. Falsch. Hier kommt Sandstein hin. Und ich hoffe, das ist die Mitte. Ja, das ist die Mitte. Ha, wunderschön. Spitzhacke, Spitzhacke. Das hier weg, das hier weg und das hier weg. Weil da kommt nämlich Sandstein, Sandstein und Sandstein. Genau. Und so wird dann die Decke aussehen, ungefähr. Aber dazu brauchen wir auch wieder Sandstein. Also ich habe ja am Anfang überlegt, ob ich das im Creative Mode mache oder nicht. Also im Normalo Mode wollte ich es nicht machen, das fand ich ein bisschen langweilig. Da habe ich schon so viel damit gebaut. Ja, und jetzt habe ich mich halt für die Hardcore-Variante entschieden. Aber das zögert das Ganze natürlich auch ein bisschen raus. Aber wir wollen ja hier keinen Speedrun von Minecraft machen. Wäre bestimmt lustig, wie das aussieht. Bis zum Ende. Na gut, eigentlich ja, es gibt ja bei Minecraft ein Ende, ich gebe es ja zu. Aber trotzdem ist es an sich ein Endlosspiel. Und durch irgendwas Endloses einen Speedrun zu machen, ist auch insgesamt etwas komisch. Ich meine, ist vielleicht lustig mal und lohnenswert auszuprobieren, aber wäre doch etwas, naja, suspekt für das Auge des Betrachters. Wenn man einfach mal durch nichts rennt und irgendwann behauptet, man ist da. Aber, naja, es gibt viele Leute, die irgendwo hinrennen und meinen, irgendwo angekommen zu sein. Aber irgendwie geht es doch immer weiter. Und weiter geht es dann hier, würde ich sagen, mit der wunderbaren Decke, auch in der nächsten Folge, wo wir mit dieser Methode hier, ne, sieht man gut, weiter Steine aus der Decke klopfen werden. Und ich ziehe die Anmoderation, ach, die Anmoderation sage ich schon, die Abmoderation ein bisschen in die Länge, mache ein paar Steine weg, damit ich dann hier schön den 15-Minuten-Part am Start habe und auch was erzählen kann. Ich meine, wenn ich die Anmoderation und die Abmoderation richtig lang mache, muss ich dazwischendrin nichts erzählen. Das ist auch sehr, sehr günstig an sich. Aber naja, so viel erstmal dazu und dann
Tschüss, bis zum nächsten Mal.